Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auch sehr gut. Ja, also ihr habt alle den Titel gelesen, ihr wisst alle, was abgeht, aber ich will noch mal kurz über was anderes reden. Im letzten Video habe ich euch ja auch dazu geraten, bitte die Werbepartner und Sponsoren von Aline Bachmann anzuschreiben und die einfach darüber aufzuklären, wer Aline Bachmann ist. Ich habe nicht irgendwas anderes gesagt und einige, also so zwei, drei Stück, meinten zu mir, das ist Rufmord. Ihr wisst ja, ich liebe es, Definitionen einzublenden und das werde ich jetzt auch tun. Lest euch jetzt mal genau durch, was da steht. Ich lasse es noch ein paar Sekunden da. Ja. Ja. Natürlich ist es kein Rufmord, wenn ich euch darum bitte, Firmen anzuschreiben und die über sie aufzuklären. Ne? Ich sag nicht, ihr sollt irgendwas euch erfinden, sondern einfach die Wahrheit ihnen erzählen. Und das haben dann natürlich auch ein paar Leute gemacht, weil sie hatte dann am selben Tag noch so viele verschiedene Sponsoren in ihren Videos und so weiter und hat innerhalb von so 3 Tagen 4 Stück davon verloren. Also der erste Sponsor war Banana Beauty. Banana Beauty ist eine vegane Make-up-Marke, die sehr viele verschiedene Make-up-Produkte anbietet. Hallo lieber Jonas. Also Jonas war derjenige, der die angeschrieben hat. Vielen Dank für deine Nachricht und dass du uns auf die Situation aufmerksam gemacht hast. Wir distanzieren uns ausdrücklich von jeglichen diskriminierenden und rassistischen Äußerungen. Das ist in keinster Weise akzeptabel und widerspricht ganz klar unseren Werten und Prinzipien. Wir werden dem selbstverständlich nachgehen und die Kooperation nicht fortführen. Es tut uns sehr leid, wenn wir dir auf irgendeiner Weise zu nahe getreten sind, Schatz. Das war nicht unsere Absicht. Vielen Dank und ganz liebe Grüße. Venice Cosmetics, also das war die Kosmetikmarke, über die ich im letzten Video gesprochen habe, weil ich da auch einen Clip eingeführt habe von dieser Marke, wo sie dieses Produkt beworben hat und dann einfach Fake-Filterbilder benutzt hat und so weiter. Die haben mir persönlich geschrieben, dass sie auch nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten wollen. Oops. Der nächste Sponsor ist Hello Body. Das sind Hautpflegeprodukte und eine Zuschauerin hat den auch geschrieben, weil das ein sehr beliebter Sponsor von Aline Bachmann war und sie hat auch bis vor 2 Wochen noch mit denen zusammengearbeitet. Aber die haben dann geschrieben, dass sie seit längerer Zeit nicht mit ihr zusammenarbeiten und sich auch von ihr distanziert haben. Dann hat diese Frau einfach gestern für Shape Babe Werbung gemacht. Ich habe dann auch mal eine Story gepostet, dass ihr bitte den schreiben solltet und so weiter. Und viele, viele von euch haben das auch getan. Ja, das haben sie dann daraufhin geantwortet. In derselben Story hat dann auch noch Aline Bachmann für Smile Secrets Werbung gemacht. Die meisten von uns wissen ja auch, dass sie Fake-Zähne hat, ne? Also Veneers und ja, Veneers zu bleachen funktioniert natürlich nicht. Die kann man nicht mal verfärben oder so. Das ist halt, das bewirkt nichts. Das ist halt wirklich vergleichbar damit, als wenn ich hier morgen bin mit einer Anti-Baby-Pille und euch sage, oh mein Gott, Leute, das ist ein so gutes Produkt. Ich werde einfach nicht schwanger, egal was ich mache. So, es funktioniert einfach nicht. Also kauft euch diese Anti-Baby-Pille so sofort. Und dann haben sehr, sehr viele von euch auch Smile Secret geschrieben, aber bisher hat da niemand geantwortet, weil ich glaube, denen juckt das einfach nicht. Also wenn sie Aline Bachmann ihre Produkte schicken, die einfach künstliche Zähne hat, ich meine, denen ist es natürlich dann egal, ne? Ein sehr beliebter Sponsor und ich möchte diese Marke jetzt auf jeden Fall ein Shoutout geben und sehr viel Aufmerksamkeit, weil mit dieser Marke arbeitet sie seit einer längeren Zeit zusammen. Und ich habe das immer in der Story gepostet und meinte so, yo, ne, Aline arbeitet schon länger mit denen zusammen, schreibt denen mal und sagt denen so, wer Aline Bachmann ist, sagt die Wahrheit, ne? Und diese Firma blockiert einfach jeden, okay? Meine Zuschauer haben mir dann solche Nachrichten geschickt, also sowas wie, liebes Bella Via Team, ich bitte sie alle darauf aufmerksam machen, dass Aline Bachmann so und so ist. Und die blockieren einfach jeden. Also die blockieren einfach jeden, der ihnen diese Nachrichten schreibt. Also komplett unprofessionell, ganz, ganz schlimm. Deswegen wollte ich dieser Marke einfach noch ein bisschen Aufmerksamkeit geben, weil das ist natürlich, das geht gar nicht, ne? Obvious. Als ich dann in meiner Story halt auch sehr oft darauf aufmerksam gemacht habe, Shape Babe zu schreiben oder Shape World, hat sie in ihre Story danach gepostet. Wer hat was bestellt bei Shape World, schreibt mich an, dann kommt ihr in die Telegram-Gruppe und ich vermute jetzt einfach mal, dass sie
versucht, Shape World irgendwie fertig zu machen, weil sie die wahrscheinlich als Kooperationspartner verloren hat. Nur eine Vermutung, aber das hat sie auf jeden Fall gepostet. Und danach hat sie mich auch angeschrieben. Sie hat dann auf meine Story geantwortet: Ich freue mich, schickst du mir deine Adresse für das Anwaltsschreiben? Danach hat sie mir diese Sprachnachrichten geschickt. Ich erlaube dir natürlich nicht, unseren privaten Chat zu veröffentlichen. Liebe Grüße. Und schon hast du ihn veröffentlicht gegen meinen Willen. Ich unterlasse es dir, meinen privaten Chatverlauf, den wir zusammen führen, zu veröffentlichen. Und du tust es trotzdem. Mal schauen, ob du jetzt aus deinen Fehlern lernst, liebe Lynn. Also Leute, wirklich, wie diese Frau schreibt, das erinnert mich echt an solche toxischen Männer, die so dich manipulieren, dich gaslighten und dir alles im Wort umdrehen. So, du wirst schon sehen, was du davon hast. Du wirst jetzt mal aus deinen Fehlern lernen. So richtig crazy. Also wirklich. Danach habe ich ihr dann das hier geantwortet. Sei doch mal erwachsen, vernünftig, steh zu deinen Fehlern und dann machst du dich auch viel beliebter, auch bei Werbepartnern. Also lern doch was aus der Situation jetzt. Daraufhin kam dann das hier von ihr. Nun, wir werden sehen, wer als letztes lacht. Du wirst sehen, was passiert. Okay, und das meine ich nett. Du wirst es sehen. Ich habe dich höflich darum gebeten, deine Adresse zu schicken, weil da muss ich keine Strafanzeige stellen. Weißt du, wie ich meine? Dann muss ich auch nicht übers Einwohnermeldeamt gehen. Komm. Aber du hättest mir viel Arbeit ersparen können, wenn du mir einfach deine Adresse geschickt hättest, weißt du? Dann hättest du die Unterlassungsklage gleich gekriegt. So muss ich natürlich jetzt übers Einwohnermeldeamt gehen oder über eine Strafanzeige bei der Polizei. Aber den Weg können wir auch gerne gehen, Lynn. Aber ich konnte mir da schon denken, dass du es mir nicht einfach machst. Ich kenne dich ja auch schon länger. Und wir alle mögen dich ja total. Aber es wird mal Zeit, dass du aus deinen Fehlern lernst. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Lynn. Du hörst von mir. Genieß das Wetter. Wir haben nämlich schönes Wetter. Ich hoffe, du auch in Berlin. Und Leute, dann hat sie mir das gruseligste Video geschickt. Ever. Oh mein Gott, ich hatte Gänsehaut an meinem ganzen Körper gehabt. Leute, schaut euch das jetzt mal bitte an. Genieß deine letzten Banana Beauty Produkte, Schatz. Das hat sie heute in ihre Story gepostet. Und heute ist der 18. Mai. Also sie sieht das wahrscheinlich dann morgen am 19. Mai. Und diese Person hat geschrieben: Hätte nicht gedacht, dass du so homophob, transphob und rassistisch bist. Echt traurig. Dann meinte sie: Das ist Rufmord. Das ist alles gelogen. Gegen die Person, die das behauptet, wird schon polizeilich vorgegangen. Also, that's me. Und Leute, ich habe euch ganz vergessen, einen Clip zu zeigen in meinem letzten Video. Und deswegen werde ich den euch jetzt nochmal hier einblenden und bitte hört jetzt zu. Tut ihr sowieso, aber jetzt hört bitte zu. Lynn ist meine beste Freundin. Meine allerbeste Freundin. Lynn ist ein Mensch, die gegen alles schießt. Das ist Lynn. Die hat was gegen Marvin Magnificent, die hat was gegen Raffas Plastic Life, die hat was gegen Minzy Eise, die hat was gegen alle Influencer. Aber mehr wollte ich eigentlich zu dieser Person eigentlich nicht sagen. Sie, er, es, keine Ahnung. Ja, sie ist auf jeden Fall nicht transphob, ne? Also so zu 0%. Vor allem, das hat sie schon öfter gemacht, sich dann bei mir entschuldigt und sobald ich sie wieder kritisiere für Dinge in der Öffentlichkeit, zu Recht, wird sie wieder mir gegenüber diskriminierend. Dann schreibt ein Fan von ihr oder ein Fake-Account von ihr: Ich kann bezeugen, dass du das alles nicht bist, ja doch einfach einen Schaden. Ich hoffe einfach mal, das war ein Fake-Account von ihr, weil wenn das wirklich jemand denkt, ich wünsche dir alles Gute und eine gute Besserung. Das hat sie hier auch noch in ihrer Story gepostet, denn jemand hat ihr geschrieben: Niemals, ich folge dir gerade, weil du das komplette Gegenteil bist. Und das hier ist wirklich das Lustigste ever, Leute. Hier hat ihr jemand geschrieben: Du bist das komplette Gegenteil, du kennst so viele verschiedene Personen und dir war immer egal, welche Sexualität sie haben, denn jeder Mensch ist Mensch. Und dazu schreibt sie: Danke, ich werde euch bei meiner Anwältin als Zeugen mit angeben. Also diese Frau scheint wirklich gar keinen Plan zu haben vom Rechtssystem. So,
Ich meine, wie stellt sie sich das vor? Ist sie vor ihrem Anwalt und sagt so, ja, hier sind noch so 6 Follower von mir, die können bezeugen, dass ich nicht das und das bin. Und das Video, was sie da gesehen haben, das war in einem anderen Affekt gesagt worden und den Kontext kennen sie gar nicht. Also, ich denke mal, ich schließe jetzt dieses Chapter mit Aline Bachmann. Ich werde euch auf jeden Fall auf Instagram updaten, wann ich diese Anzeige bekomme. Oder wenn sie vor meiner Tür steht mit dem Laptop, werde ich euch das auf jeden Fall auch alles erzählen und euch mitteilen, euch updaten. So, meine süßen Mäuschen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sehe euch im nächsten Video. Bis dann. Ciao.